Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch eine Reiteinheit mit dem Foxy zeigen. Heute soll der Schwerpunkt auf vorwärts-abwärts liegen, dass er einfach den Weg nach unten sucht, sich lang streckt, den Halsmuskel hier oben und die Rückenmuskulatur locker macht und sich schön dehnt. Genau, das ist heute Ziel. Und ja, in Zeiten von Corona muss man das ja immer dazu sagen. Ich bin allein am Stall. Außer mit meiner Mama. Wir sind also jetzt zwei Leute hier am Stall, was ja zugelassen ist. Außerdem leben wir in einem Haushalt, also können wir uns auch zu zweit draußen aufhalten. Natürlich werden alle Hygienevorschriften eingehalten, die es jetzt für dieses anhand des Infektionsschutzgesetzes, was da verabschiedet wurde. Das wird alles eingehalten. Reiten ist noch erlaubt. Natürlich sind wir jetzt nicht am Trainieren wie die Wahnsinnigen fürs nächste Turnier, weil Turniere sind dieses Jahr eh in weite Ferne gerückt, sage ich jetzt mal. Es geht hauptsächlich darum, um die Gesunderhaltung der Pferde. Gerade beim Foxy, der über den Winter ziemlich viel an Muskulatur im Schulterbereich aufgebaut hat, da wir da relativ viel trainiert haben, ist es halt wichtig, dass er wirklich in Bewegung kommt, vorwärts, abwärts läuft, das, was ich euch heute auch zeigen möchte, dass er locker wird, damit wir halt Muskelverspannungen und somit Unwohlsein vom Pferd vorbeugen können. Und ja, da nehme ich euch jetzt einfach mit, weil ob ich jetzt reite und meine Mama daneben sitzt und zuguckt, ach ja, Foxy ist halt ganz schwer, oder ob meine Mama jetzt da sitzt und netterweise die Kamera hält, ist jetzt für mich kein großer Unterschied. Ich möchte das jetzt nicht euch zeigen, um euch neidisch zu machen, weil es gibt viele Ställe, die leider zu sind. Aber es geht mir eher darum, dass ich euch ein bisschen inspirieren kann, was man momentan mit seinem Pferd machen kann, um es gut gesund erhalten zu reiten. Wir starten jetzt einfach mal. Ich bin jetzt schon mal Schritt geritten und locker gejoggt. Und jetzt werden wir uns mal dem Trab widmen. So, wie ihr sehen könnt, reite ich den Foxy heute ohne Sporen. Das mache ich immer zwischendurch ganz gerne, damit die Pferde dann auch mal ein bisschen anders wieder aufs Bein reagieren. Nicht, der ist jetzt nicht stumpf geritten durch die Spore, aber einfach nochmal einen anderen Impuls, weil ein gut gerittenes Pferd muss auch ohne Sporen reitbar sein, meiner Meinung nach. Manchmal, wenn er sehr faul ist, weil er hier nun mal ein sehr faules Pferd ist, nehme ich mir noch die Gerte dazu. Ich gucke jetzt einfach mal, wie er heute drauf ist. Ich habe euch ja im Intro schon gesagt, dass es mir momentan wichtig ist, ihn schön locker zu kriegen. Er hat halt durch das viele Training im Winter echt gut aufgemuskelt, was ja eigentlich sehr gut ist. Und er hat auch ordentlich Kondition gekriegt. Und die geht halt von heute auf gleich nicht weg. Und das ist ja auch nicht gut, wenn man ein Pferd voll im Training hat und dann einfach stehen lässt. Und ich muss halt ehrlich sagen, durchs Longieren kriege ich ihn nicht so gut locker wie durchs Reiten, weil er an der Longe auch eher faul ist und ich ihn vom Reiten unterm Sattel beim Reiten halt besser animieren kann, wirklich durch den Rücken zu schwingen und die Oberlinie lang zu machen. Also ich habe ihn jetzt eben schon, ich glaube, so 10 Minuten Schritt geritten und ein bisschen gejoggt. Und jetzt gehe ich halt in den Leichttrab. Hier hinten reite ich jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen aus dem Bild raus. Seht ihr, ein bisschen eine leere Aufnahme vom Reitplatz, was nicht schlimm ist. Jetzt komme ich nämlich gleich wieder ins Bild. Genau, und ihr seht, ich trabe ihn vorwärts, abwärts, locker, leicht. Ich gucke immer, dass ich dann so auf dem zweiten, dritten Hufschlag bin, weil ich ihn ja auf Pleasure reite. Und da soll er eigentlich den Hufschlag mit langsam Laufen verbinden. Hier allerdings ist der Boden auf dem zweiten, dritten Hufschlag nicht so ideal. Deswegen gehe ich da manchmal auf den Hufschlag. Der kann den Unterschied auch, kennt er halt einfach, in der Pleasure trabt man ja selten leicht. Und hier geht es mir einfach hauptsächlich darum, dass er schön schwingt, schön große Schritte macht. Wenn möglich gleichmäßig große Schritte. Da wird er gerade ein bisschen faul. Und dass er sich nach vorne abwärts streckt, ohne, sage ich mal, sich so auf die Vorderhand zu hängen. Ne? Häufig sieht man, dass wenn Pferde so mit der Nase quasi, jetzt überspitzt gesagt, im Dreck laufen, dass sie gar nicht durch den Rücken schwingen und nur auf der Vorderhand latschen. Also er darf die Nase gerne nach unten nehmen, die Oberlinie darf wieder Rist und auch ein bisschen tiefer werden, wenn er das möchte. Aber das Genick sollte halt eigentlich nicht zu tief kommen. Sag ich mal, Nase auf Karpalgelenkshöhe ist eigentlich immer ein ganz guter Indikator, ab wann ein Pferd zu tief ist oder nicht. Hier sieht man, dass er manchmal noch ein bisschen Probleme hat am Anfang mit der Schulter.
Raumgriff zu entwickeln. Ich wechsle mal gerade die Hand. Das mache ich übrigens ganz gerne beim Leichtraben, dass ich nicht umsitze, wenn ich den Fuß wechsle quasi, sondern dass ich das im Stehen mache. Da der Foxy, wenn er vorwärts geht, für ein Westernpferd recht viel Schwung hat, hopsel ich sonst beim Umsitzen ihm doll in den Rücken. Und deswegen mache ich das gerne im Trab, im Stehen bleiben, um eben den Fluss nicht zu unterbrechen. Hier wird er jetzt ein bisschen nicht flott, das Gegenteil, ein bisschen zäh. Bisschen motivieren. Genau. Und hier seht ihr halt, dass ich ihn manchmal ein bisschen zu mir hole, damit er den Rücken noch ein bisschen besser aufwölbt. Und ansonsten lasse ich ihn erstmal hauptsächlich auf dem dritten, vierten Hufschlag oder zweiten, dritten Hufschlag, wie auch immer, laufen. Und dann baue ich auch mal große gebogene Linien ein. So einen großen Zirkel oder Mittelzirkel oder eher so ein Oval. Er soll nicht eng rum müssen. Oh, ich sehe gerade, easy. Mein Tie-Strip hängt runter. Lass den mal gerade wieder verstauen. So, ich habe mir jetzt mal die Gerte noch dazu genommen. Denn er fängt jetzt an, vorne locker zu werden. Aber so ein bisschen fehlt mir noch der Schub von hinten. Er könnte noch ein bisschen mehr aktiver sein. Ja, vorwärts. Gut. Hier mache ich jetzt wieder einen Handwechsel auf großer Linie. Wenn ich ihn so vorwärts, abwärts reite, vermeide ich eigentlich kleine Linien, weil ich wirklich die große Schrittlänge haben möchte. Und wirklich die lange Dehnung vom Genick über den Widerrist, über den Rücken bis hin zur Gruppe. Ja, jetzt fängt er an, schön zu schwingen. Sieht man richtig, wie er sich in der Schulterpartie, obwohl ich ihn vorne ja in Ruhe lasse und vorne relativ tief kommen lasse, wie er sich hier in dem Bereich hebt und dann schön nach vorne kommt mit der Schulter. Gut, super. Und dann galoppiere ich ihn mal an. Da muss er jetzt auch nicht von jetzt auf gleich total lossprinten. Aber soll ich schon deutlich durchspringen. Hier hinten in der Ecke steht ein Pferd auf der Wiese, deswegen finde ich das super interessant. Deswegen muss ich ihn dann manchmal ein bisschen nachgiebig machen, damit ich die Aufmerksamkeit von dem Pferd auf mich lenken kann. Und auch hier gucke ich, dass ich nicht direkt auf den Hufschlag reite, sondern ein bisschen daneben. Damit er auch lernt, oder er hat das schon ganz gut gelernt, ohne sich anzulehnen an den Rand, geradeaus zu galoppieren. Das macht er gut. Super. Und am Anfang mache ich dann gerne auch die Galopp-Trab-Übergänge. Da sieht man jetzt nach dem Galopp, fängt er richtig schön an, die Beine nach vorne zu strecken. Gehe ich ihn wieder in Galopp. Wichtig ist, nicht aus dem Leichtraum angaloppieren, sondern ich sitze dann vorher ein paar Schritte auf, damit er wirklich versteht oder gelernt hat, er das als Jungpferd, dass Leichtraben vorwärts heißt, aber im Trab und nicht angaloppieren. Jetzt hat er einen richtig schönen Raumgriff. Ich habe mal ein bisschen leichte Rechtsbiegung auf großer Linie. Gut, super. Um auch die Längsbiegung ein bisschen mit ins Vorwärts-Abwärts-Reiten reinzukriegen. Gut, super. Hi. Dann nochmal Übung im Trab. Da ich eigentlich auch nochmal in den Rennschreiding reiten wollte, frage ich den Extended Trot auch nochmal ab.
kann er sich nämlich auch nochmal schön lang machen. Dadurch, dass ich da am leichten Sitz bin, störe ich ihn dann noch weniger im Rücken. Das war ein flottes Angaloppieren für Foxys Verhältnisse. Und dann das gleiche Spiel wieder auf der rechten, wie auf der rechten und hier auf der linken. Vorwärts, schön gerade. Und da sieht man halt wirklich, das ist eine Haltung, in der der Foxy sich sehr wohl fühlt, in dieser Vorwärts-Abwärts-Haltung. Mittlerweile hat er auch gelernt, im Galopp sich richtig schön zu strecken und dabei locker zu werden. Sonst ist er ja eigentlich eher ein gemütlicher Typ und eher zu langsam im Galopp und hält sich da manchmal so ein bisschen fest. Aber da haben wir gut dran gearbeitet über den Winter, dass er schön fleißig vorwärts galoppiert und sich auch in dem Vorwärtsgalopp entspannt und schön streckt. Wenn er mal etwas zäher ist, baue ich manchmal auch den leichten Sitz noch im Galopp ein. Ist heute eigentlich nicht nötig, weil er schön fleißig läuft. Aber so sieht das dann aus. Dann schicke ich ihn richtig vorwärts. Aber guck, dass trotzdem der Kopf unten bleibt. Und ihr seht auch, ich muss mit der Gerte fast gar nichts machen. Das reicht schon, wenn ich ihn an Bord habe. Dann ist er meistens schon motivierter, weil er einfach verstanden hat, dass die Gerte nichts Böses ist, sondern einfach nur ein Vorwärts, ein Mittel zum Vorwärtsreiten. Gut. Dann hier auch nochmal einen Übergang in den Trab. Ich nehme auch meistens ein anderes Wort vom Galopp in den Leichttrab, sage ich T-Rab. Und vom Galopp in den Jog, sage ich Jog. Damit er schon weiß, dass er eine andere Bewegungsenergie da reinstecken soll, wenn ich den Übergang reite. Mal nach oben den Übergang. Sieht man auch schön, dass er sich nur ganz minimal rausgehoben hat. Aber sonst sehr konstant da bleibt. Ich muss heute auch nicht so viel treiben, was sehr angenehm ist, weil er einfach Lust hat, sich zu bewegen. Hier ab. Easy. Und dann machen wir eine Schrittpause. So, jetzt habe ich ihn ja schön gelockert im Trab und im Galopp. Jetzt könnte man wahlweise die Arbeitsphase anschließen. Das werde ich jetzt heute aber nicht machen, weil heute soll eigentlich nur vorwärts, abwärts bei ihm auf dem Programm stehen. Was ich jetzt mache, über den Winter haben wir ja viel an den Galoppwechseln gearbeitet und viel an Verschiebungen, Gruppe rein, Gruppe raus, Travers, Renvers, Schulter verschieben und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt heute alles nicht so viel gemacht. Ich habe am Anfang beim Schritt beim Reiten ein bisschen Schulter rein und Travers gemacht. Und jetzt werde ich ihn einfach ein paar fliegende Galoppwechsel reiten, aber einfach aus dem Vorwärtsgalopp, ohne großartig viel Vorbereitung, sondern dass er einfach aus der Bewegung umspringt. Das macht er eigentlich ganz gut. Und ja, ich baue halt die Wechsel immer ganz gerne noch ins Training ein, auch wenn ich nicht explizit an dem Tag Wechsel trainieren möchte, damit er einfach den Bewegungsablauf drin behält und das einfach immer natürlicher und selbstverständlicher für ihn wird. Natürlich ist dafür erstmal wieder ein guter Galopptakt notwendig, dass er schön vorwärts galoppiert, denn er neigt halt dazu, sich bei den Wechseln sehr kurz zu machen und vorne sehr hoch zu springen. Und dafür ist es eigentlich super, wenn er vorher vorwärts, abwärts gelaufen ist, man dann einfach mal ein, zwei Wechsel macht oder auch ein paar mehr. Und das probiere ich jetzt einfach aus. Das war, also habt ihr gesehen, da war dieses nach oben weghüpfen. Aber ich bin auch nicht mit meinem Popo im Sattel sitzen geblieben, wo ich auch dran arbeiten muss, dass ich einfach weiter reite. So, mal gucken, ob wir noch einen Wechsel reiten. Das war besser, aber ich bin immer noch nicht so gut zum Sitzen gekommen. Da muss ich wirklich sagen, da muss ich ganz dringend dran arbeiten, weil durch dieses sich aus dem Sattel rausheben, störe ich ihn halt auch ein bisschen in dem Wechselprozess.
Gut, das war jetzt besser, weil er nicht damit gerechnet hat. Und ihr seht, ich reite ihn einfach locker vorwärts. Und irgendwann gebe ich halt die Hilfe zum Wechseln. Da hat er ein bisschen den Schwung verloren. Muss wieder ein bisschen mehr vorwärts reiten. Das Problem ist halt, weil unser Reitplatz ja nicht der größte ist, sind so ein paar Linien, die man ganz gut zum Wechseln nehmen kann. Die kennt er dann natürlich alle. Und dann greift er manchmal vorweg. Der war ganz gut, aber ich bin wieder nicht vernünftig zum Sitzen gekommen. Aber jetzt hat er, seht ihr, wie schön er vorwärts galoppiert, Raumgriff in der Schulter kriegt. Das war jetzt besser. Super. Easy. Da lobe ich ihn. Dann darf er kurz durchparieren. Super. Ja, und da ist mir auch wichtig, wenn ich im Vorwärts-Abwärts-Training bin, dass er da einen guten Schritt geht. Und dann galoppieren wir nochmal an. Schicke ich ihn wieder weg vom Hufschlag. Da seht ihr schon, da wartet er schon drauf, ob er jetzt wechseln soll oder nicht. Weiter. Nein, das ist jetzt kein explizites Wechseltraining, sondern einfach, ich nutze jetzt seine Vorwärtstendenz einfach dazu aus, ihn ein paar Mal die Wechsel hüpfen, springen zu lassen. Das war zum Beispiel jetzt nichts. Ja, weil er jetzt schön locker ist und große Schritte machen kann, nutze ich das jetzt einfach aus, um nochmal die Bewegungsablauf ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Ja, da saß ich wieder kacke. Kann man ja auch mal sagen, wie es ist. Da muss ich jetzt noch einmal einen von links nach rechts reiten. Ja? Damit der nochmal schön wird. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ja. Ich saß wieder kacke, das fährt nicht ganz gut. Ich schmeiß jetzt mal gerade die Gerte weg. Und dann darf er einfach am langen Zügel noch ein bisschen galoppieren. Wenn er so schön locker ist, wie es jetzt gerade läuft, gucke ich dann auch, dass ich ihn über meinen Sitz nochmal wieder langsamer kriege. Nur mal rein aus Gehorsamsfragen, und das mache ich alles nur über meinen Sitz. Ihr seht, die Zügel hängen durch. Und dann lasse ich ihn wieder schneller werden. Parieren durch den Trab. Ja, oder auch nicht. Und dann darf er noch ein bisschen vorwärts traben, um sich zu lockern, um sich zu lösen. Nochmal einen Handwechsel. Ja, wenn ich meinen Körper dann mal unter Kontrolle hätte, würde es auch ein bisschen ordentlicher aussehen. Also, dass sich jetzt schön streckt, und ihr seht, er streckt sich schön vorwärts abwärts, ist aber nicht zu tief. Hat trotzdem Raumgriff in seinen Gängen, läuft nicht in den Boden rein. Was er sonst manchmal ganz gerne macht, dann wird er kurz und läuft so in den Boden. Und jetzt läuft er richtig schön nach vorne. Und das ist das Ziel, easy, von dieser Einheit jetzt gewesen. Eben, um hier den Bereich der Muskulatur zu lockern, den Rücken zu aktivieren, zu lösen, damit er sich nicht verspannt und keine Verspannung kriegt. Ja, und dann reicht das auch für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet so ein bisschen Einblick kriegen, wie ich den Foxy momentan unterm Sattel versuche zu lösen, zu lockern, ihn dazu zu bringen, durch den Körper zu schwingen, damit alles locker fluffig bleibt. Nein? Doch. Und ja, ich hoffe, vielleicht konnte es euch ein bisschen inspirieren, wenn ihr eure Pferde arbeiten müsst, um sie locker zu kriegen, dass ihr vielleicht mal ein paar Eindrücke davon übernehmen könnt. Die Leute, die nicht an den Stall können, haben vielleicht ein kleines bisschen Pferdedosis gekriegt und fühlen sich jetzt ein bisschen besser. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben und vielleicht auch eine Anregung, was ihr sonst noch sehen möchtet. Wenn das nochmal so praktisch ist, dass wir hier ganz alleine sind und die Mama mitkommen kann zum Filmen, kann ich das vielleicht umsetzen. Und ja, ansonsten
sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!